Liebes Podium, künftiges Podium, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der Ständigen Konferenz der NS-Gedenkorte im Berliner Raum und der Arnold-Lipster-Stiftung zu diesem interessanten Abend begrüßen. Bibelforscher, unglaublicher Mut, Vortrag und Diskussion zu verfolgen und Widerstand der Zeugen Jehovas im nationalsozialistisch beherrschten Europa. Ich gehe mal kurz ein paar Jahre zurück. Zur Diskussion um ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas in den 90er Jahren und der Frage, ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas oder ein Denkmal für alle Opfer des Nationalsozialismus. Erbitterte Debatte, nicht vergessen. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Sommer 1999 in Bonn, das liegt am Rhein, damals der Bundestag beschlossen, ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin zu errichten. Und ist in diesem Zusammenhang aber eine Selbstverpflichtung eingegangen, aller Opfer würdig zu gedenken. Hierfür wurde bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas ein Beirat ins Leben gerufen, dessen Sprecher von Anfang an und auch noch heute Professor Wolfgang Benz ist. Dieser Beirat hatte die Aufgabe, uns zu beraten als Stiftung, wie wir die anderen Opfergruppen würdig in unser Gedenken einbeziehen. Und seine erste Amtshandlung damals war, eine Ausstellung zu beschließen, zu veranlassen. Die Finanzierung war dann nicht ganz einfach, über die Opfer der NS-Militärjustiz. Diese Ausstellung wurde 2007 eröffnet. Und eine der Biografien, Gerhard Liebold, war ein Zeuge. Und das war das erste Mal, dass ich mich persönlich intensiver damit beschäftigt habe. Und ich möchte Ihnen kurz aus einem Brief zitieren. Meine Lieben, gelobt sei unser Gott Jehova und sein geliebter Sohn Jesus Christus. Dies ist nicht der erste Brief dieser Art, welcher euch, meine Lieben, erreicht. Doch wenn ihr diesen Brief in Händen haltet, so habe ich mein Leben auf dieser Erde bereits gelassen und bin meinem lieben Vater nachgefolgt. Ohne die Kraft des Herrn hätte ich auch diesen Weg nicht zu gehen vermocht. Er hat mich allzeit wunderbar geleitet und ich muss sagen, selten hatte ich eine solche Freudigkeit im Herrn als gerade in den letzten Wochen. Diese Veranstaltung ist mit dem Titel Unglaublicher Mut überschrieben und es dürften die Zeugen sein, die vom ersten bis zum letzten Tag der nationalsozialistischen Diktatur aus ihrem Glauben heraus Widerstand geleistet haben. Sie wurden Opfer der Militärjustiz, sie wurden in den Konzentrationslagern Opfer, aber auch das ist überliefert, sie waren sozusagen das moralische Rückgrat in den Konzentrationslagern. Sie haben unglaublichen Mut bewiesen. 2007 ist diese Ausstellung eröffnet worden. Wir haben dann auch noch weitere Denkmäler für die verfolgten Homosexuellen, für die ermordeten Sinti und Roma und letztlich 2014 auch einen Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasiemorde vom Bundestag überantwortet bekommen. Und wenige Jahre später trafen zwei Männer bei mir im Büro ein, die beide auch Uwe hießen, Klages und Langhals, und sagten, Herr Neumerker, wir sind Zeugen Jehovas. Sagte ich, wir möchten auch ein Denkmal. Gut. Wir haben auch schon einen künstlerischen Entwurf, wir haben Standort und eigentlich haben wir das Geld auch mitgebracht. Und wir möchten, dass Sie es betreuen, sagte ich, aha. Und sagte, Ihr Anliegen unterstütze ich natürlich sofort, aber erstens kann es nicht sein, dass eine Opfergruppe in diesem Land sich selbst ein Denkmal errichtet. Es ist Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland, ein solches Denkmal zu errichten und auch zu finanzieren. Und wenn Sie möchten, dass wir als Stiftung ein solches Denkmal betreuen, dann brauchen wir mindestens einen Beschluss der Bundesregierung, wenn nicht gar des Bundestages, denn die Vorsitzende der Stiftung Denkmal ist die Bundestagspräsidentin. Und seitdem sind einige Jahre ins Land gegangen. Herr Garbe, Herr Benz, Herr Müller und viele andere haben sich intensiv dafür eingesetzt, dass ein solches Denkmal im Tiergarten an einem historischen Ort entsteht. Und wir haben zumindest die Zusicherung der Beauftragten für Kultur und Medien. Und Herr Müller, Herr Benz, Herr Garbe und viele andere und ich werden weiter dafür kämpfen und wir hoffen, ich drücke diese Hoffnung jetzt hier aus,
dass wir am 24. Juni 2023, nämlich zum Jahrestag des Verbots der Zeugen in Preußen 1933, ein solches nationales Denkmal für diese mutige, unerschrockene Opfergruppe eröffnen können. Drücken Sie uns alle die Daumen. Zum heutigen Abend, Tim Müller wird uns zunächst eine Einführung in das Thema bieten. Ich muss dich jetzt nicht vorstellen, wir kennen uns viele Jahre. Er ist vor allem beim Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg angestellt und, das habe ich erst in den letzten Monaten erfahren, auch ein renommierter Wissenschaftler, unter anderem beim Thema Zeugen Jehovas. Ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag und anschließend wird es eine Podiumsdiskussion zum Thema geben. Lieber Tim, ich übergebe an dich. Dankeschön. Ist die Fernbedienung doch abhanden gekommen. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Gelegenheit. Vielen Dank, lieber Uwe, auch für die Einführung und die Möglichkeit, kurz vielleicht nicht, aber in der gebotenen Kürze über diese Geschichte zu berichten. Und es ist einfach so, das sind nur ganz kurze Schlaglichter. Dahinter verbirgt sich oft ein ganzes Universum von Forschung. Im Februar 1945 erzählte Peter Bielenberg seiner Frau Christabel, was er im Konzentrationslager Ravensbrück erlebt hatte. Peter Bielenberg gehörte zum Kreisauer Kreis. Sein engster Freund war Adam von Trotz zu Solz. Er war gerade entkommen, er musste sich immer noch verstecken. Und er erzählte seiner Frau von einem Erlebnis in Ravensbrück. Unter meinem Fenster war eine Mauer, eine Art Strafmauer. Und den ganzen Tag lang mussten sich Frauen, die geschlagen worden waren, bis sie fast nicht mehr stehen konnten, in der bitteren Nacht an diese Mauer stellen. Es gab eine bestimmte Wärterin, ein weiblicher Häftling, die zum Kapo befördert worden war. Sie war nie ohne Peitsche. Eines Nachts hörte ich Schreie und dumpfe Töne von Schlägen aus dem Hof und dann die Stimme dieses Scheusals. Aber ich habe auch fabelhafte Haltung unter meinem Fenster gesehen. Frauen, die kamen, um zu trösten und Wasser brachten und wussten, dass sie dafür am nächsten Tag selber an der Klagemauer stehen würden. Bibelforscher, unglaublicher Mut. Wer sich mit dem Sterben und Überleben in den Konzentrationslagern befasst, ist auf Berichte über die verfolgten Zeugen Jehovas gestoßen. Aber auch der politische Widerstand in Deutschland und Europa hat viele solcher Zeugnisse hinterlassen. Wir könnten Nina Gräfin Stauffenberg erwähnen oder Reinhard Gördeler, sein Vater Karl Friedrich in der Mitte. Reinhard Gördeler sagte: Manchmal ist mir so, erinnerte sich an seine Haft, als ob die Gestalten der Moabiter-Sonette an mir vorüberziehen, zusammen mit den noblen Zeugen Jehovas, die uns vielfache Dienste erwiesen haben. Sein Freund Franz von Hammerstein hat das ergänzt. Oder die Familie Donani, Klaus von Donani, der höchste Wertschätzung ausdrückte. Sein Vater und sein Onkel, Dietrich Bonhoeffer, sind hier zu sehen. Ein anderer, auch die Geschichte ist wenig bekannt, Helmut James Graf von Moltke, der im Konzentrationslager Ravensbrück regelrecht enge Verbindungen zu Bibelforscherinnen dort knüpfte, die ihm beistanden, die Kontakte zu anderen Widerständlern herstellten und die auch Gefolterte wie Ulrich von Hassel versorgt haben. Und als letztes Beispiel aus dem Widerstand, ein europäisches Beispiel aus der französischen Résistance, auch eine Ravensbrück-Begegnung, Geneviève de Gaulle, die dort inhaftiert wurde und die unmittelbar nach dem Krieg, man sieht sie bei einer Anhörung, man sieht ihre Vorträge, ein Bericht der Neuen Zürcher Zeitung im Juni 1945 und die festhält, nur der letzte Satz hier vielleicht, sie hatten ihre Stärke und es war eine Willensstärke, die niemand brechen konnte. Wer waren also diese Menschen und warum waren sie dort, warum haben sie diese Verfolgung erlebt? Vorab, das war auch so gewünscht, ein kurzer Versuch, ein bisschen die Weltsicht zu umreißen und dazu vielleicht eine Vorbemerkung zu den Namen
Viele Opfergruppen haben viele Namen. Bibelforscher ist ein Name, der seit dem 19. Jahrhundert gebräuchlich ist. Internationale Bibelforscher und im deutschen Kontext auch ernste Bibelforscher waren auch Eigenbezeichnungen. Das sind keine Bezeichnungen der Nazis. Die christliche Religionsgemeinschaft nannte sich 1931 um in Jehovas Zeugen. Aber im deutschen Sprachgebrauch blieb Bibelforscher auch noch lange darüber hinaus in Gebrauch, auch im Namen der eigenen Vereinigung. Diese Gemeinschaft geht zurück auf eine Bibelstudiengruppe um Charles Russell, der nach dem amerikanischen Bürgerkrieg anfing, das zu gründen, was die anglophone Religionswissenschaft eine restaurationistische Bewegung nennt, Teil der protestantischen Erneuerungsbewegung, restaurationistisch im Sinne von zurück zum Urchristentum. Dieses Profil hat sich im Laufe der Zeit immer stärker ausgebildet. Auch ein eigenes konfessionelles Profil. Am Anfang war es konfessionsübergreifend, was an Gesprächszirkeln stattgefunden hatte. Und hier auch nur ganz kurz, ohne dass ich darauf eingehen kann, was alles zu diesem Programm dann gehörte, was in diesen Jahrzehnten entwickelt wurde. Also unter anderem, wie erwähnt, auch die Selbsteinordnung in ein dissidentisch-nonkonformistisches Christentum, ist Teil der protestantischen Erneuerungsbewegung, ein nicht-trinitarisches Gottesbild, eine cheliastische Vorstellung, also ein Gottesreich auf Erden. Ich glaube, nachher sieht man auch noch ein Plakat. Mortalismus, das heißt also keine unsterbliche Seele, eschatologische Naherwartung. Über die Ethik wird noch einiges zu reden sein. Mission und intensives Gemeindeleben. Zur Sozialstruktur ist für die frühen Jahre zumindest wenig systematisch erforscht. Ein Beispiel liegt vor, eine Quelle von 1883 lässt erkennen, damals sprechen wir international von vielleicht 10.000 Anhängern, dass zu dem Zeitpunkt noch ungefähr 8% selbst erklärten, protestantische Geistliche aktiv oder ehemals gewesen zu sein, also zu diesem Zeitpunkt. Zur nationalsozialistischen Zeit liegen einige Lokalstudien und natürlich die Ergebnisse von Detlef Garbe als dem Gründervater eigentlich dieses Forschungszweiges vor. Und kurz gesagt, auch was es an neueren Studien gibt, könnte man sagen, der soziale Schwerpunkt lag in der unteren Mittelschicht. Nun stehen wir vor diesem Rätsel fast, im historischen Rätsel, dass eine religiöse Gruppe, für die sich vor dem Ersten Weltkrieg politische Autoritäten im Grunde nicht interessierten, ab dem Ersten Weltkrieg in den Mittelpunkt einer ganzen Reihe von Konflikten, vor allem mit autoritären und totalitären Regimen, rückt. So sehr, dass einige in der Forschung, Richard Evans wäre hier zu nennen, sogar nahegelegt haben, dass diese Gruppe als eine Art Lackmustest für die Pluralismusbereitschaft von Systemen gelten kann. Warum? Die eine Antwort hat natürlich mit den politischen, den historischen Kontexten zu tun, mit dem, was man das Zeitalter der Extreme nennt. Massenmobilisierung, Weltkriege, neue politische Ansprüche, die weiter ins Privatleben eingreifen, die am Ende auch im Totalitarismus den gesamten Menschen fordern, sozusagen. Aber es hat wohl auch mit der schon vorher ausgeprägten politischen Theologie der Bibelforscher zu tun. Politische Theologie meint Glaubensgehalte, Doktrinen und auch Glaubenspraktiken, die auch bei einer selbst erklärt unpolitischen Gemeinschaft politische Effekte haben, je nach Kontexten. Um es mit den Worten von Manfred Geilus zu sagen, dem großen Kirchenhistoriker des Nationalsozialismus, der hier vor einigen Monaten über Religiosität im Dritten Reich gesprochen hat, sich unter totalitären Bedingungen an die 10 Gebote oder die Bergpredigt zu halten, war immer auch ein politischer Akt, ein Akt des Widerstands. Und lassen Sie mich versuchen, das kurz zu umreißen, an 2 Beispielen. Das eine ist die Sicht auf die Obrigkeit, ganz kurz gesagt. Erstens in den Grundlagen eigentlich klassisch christlich, Staat als Obrigkeit der Folge zu leisten ist, aber dann mit der Einschränkung, aber nur soweit das göttliche ethische Gesetz nicht verletzt wird. Das Wort Souveränität taucht schon früh in den Schriften auf und hier haben wir gewissermaßen 2 konkurrierende Souveränitätskonzepte. Das ist die Sicht auf die Obrigkeit, aber das drückt sich auch im Menschenbild aus. Also eine Tradition universalistischen
universalistischer Gotteskindschaft aller Menschen Gleichheit. Eine Gleichheitsvorstellung aller Menschen, die sehr früh sehr deutlich ausgeprägt ist. Übrigens auch sehr deutlich, auch in den 20er, 30er Jahren, auch unter Verwendung des Wortes, eine antitotalitäre Weltsicht, also Totalitarismus, die als Feind auch begriffen wird. Zu diesem Menschenbild der Gleichheit gehört eine Kritik des Rassismus, Ablehnung des Rassismus, übrigens da auch schon des kolonialen Rassismus, was überaus spannend ist, Ablehnung des Antisemitismus, ein Pazifismus, auch wenn er sich selbst nicht so nennt. Und Menschenwürde und Menschenrechte werden als Begriffe, als gottgegebene Ideen oder Realitäten immer wieder ins Feld geführt. Tatsächlich ist es auch so, das ist eher nur mal ganz kurz hier hingeworfen, dass selbst in der tiefen Theologie diese Gleichheitsvorstellungen sehr stark angelegt sind. Also der Idealzustand sowohl vor dem Sündenfall in der Vergangenheit wie auch der künftige Idealzustand sind im Grunde Gleichheit, Selbstregierung im Einklange mit göttlichen Gesetzen. Und in diesem Kontext wird auch interessanterweise in den 20er Jahren häufiger das Wort Demokratie auch benutzt und in die eigenen religiösen Kontexte übertragen. Ein Beispiel, das hier kurz zu finden ist. Jetzt würde ich gerne kurz die Perspektive etwas wandeln und von diesem Selbstbild das Bild zumindest der Intelligenteren, der Verfolger anführen, um zu zeigen, dass hier eigentlich ein Spiegelbild vorliegt. Also, dass sie durchaus treffend von Verfolgungsapparaten gelesen wurden. Das erste Beispiel etwas gegenintuitiv, Italien zuerst, einfach um zu zeigen, es ist wirklich eine europäische Verfolgung und Opfergruppe. 1940, ein Bericht des Innenministeriums. Sie sehen schon am Anfang an, es wird wahrgenommen, totalitäre Herrschaft wird abgelehnt. Auch der Krieg in Äthiopien, Stichwort Kolonialkrieg, wird kritisiert. Krieg überhaupt. Und das untere Zitat würde ich gerne vorlesen, indem sie auf völlig restriktive und buchstäbliche Weise die göttlichen Gebote, den Nächsten wie sich selbst zu lieben und nicht zu töten, interpretieren, lehren sie erstens, dass alle Menschen Brüder sind und sich lieben müssen, sodass sie zur Ablehnung des Begriffs Vaterland kommen. Und zweitens, dass das göttliche Gebot niemals verletzt werden darf, auch nicht um den Preis des eigenen Lebens. Die Gestapo war, wenn man so will, knapp ungefähr 3 Jahre zuvor schon zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Die Vorgeschichte ist die Gründung eines Sonderkommandos zur Zerschlagung der Bibelforscher im Juni 1936. Detlef Garbe hat das alles aufgearbeitet. Massenverhaftungen im August, übrigens auch am Goldfischteich in Berlin, dem Standort des gewünschten Denkmals, von dem Uwe Neumerker gesprochen hat. In der Folgezeit gab es eine ganze Serie von Verhören unter grausamer Folter, bei der mindestens 17 der Gefolterten auch ums Leben gekommen sind. Und auf diesen Ermittlungsergebnissen gewissermaßen fußte eine Gestapo-Denkschrift vom Ende des Jahres, die versucht hat, sich selbst zu erklären, was will diese Gruppe eigentlich. Und ich habe hier die wichtigsten Punkte nochmal herausgeschrieben. Ich erwähne nur einige. Sie wurden als Herausforderung des Systems gesehen, weil sie lehren, oder die Bibel lehrt, du sollst nicht töten. Sie lehnen den Wehrdienst ab, entscheidender Punkt. Wahl wird abgelehnt, Beitritt zur Partei wird abgelehnt, Mobilisierung im NS-System also, Volksgemeinschaft. Der Gruß Heil Hitler wird abgelehnt, das muss man sich erstmal überlegen, was das alles bedeutet. Dann der vorletzte Punkt, die Rassegesetzgebung des nationalsozialistischen Staates wird von den Zeugen Jehovas abgelehnt. Ihre Lehre lautet, alles, was Menschenantlitz trägt, ist gleich. Und der letzte Punkt ist vielleicht auch spannend. Aber nicht nur die Einrichtungen und Gesetze des Staates werden von den Bibelforschern abgelehnt, sondern sie bekämpfen auch den nationalsozialistischen Staat selbst und den Führer mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln. Und natürlich, der Gedanke dahinter ist vermutlich gar nicht verkehrt. Wäre ihrer Ethik eine Mehrheit der Deutschen gefolgt, auch da ließe sich an Manfred Geilus anknüpfen, wäre das System, die totalitäre Diktatur, zum Einsturz gebracht worden. Hannah Arendt hat in ihrem großen Totalitarismus-Buch als das neue Gebot der totalen Herrschaft festgehalten, du sollst töten. Und dem hat die Gemeinschaft ein unerschütterliches Festhalten am alten christlich-jüdischen Gebot des Du sollst nicht töten entgegengesetzt. Das war jetzt einfach idealtypisch für
das Obrigkeitsbild und das Menschenbild, diese Konfliktkonstellation. Und die ziehen sich durch viele, viele Konflikte im 20. Jahrhundert, aber natürlich vor allem in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Auch in Deutschland waren die Bibelforscher seit dem späten 19. Jahrhundert aktiv. Aber erst im Ersten Weltkrieg wurden sie politisch beobachtet aufgrund von wachsender Kriegsdienstverweigerung. Es kam zu Prozessen, auch zu Psychiatrisierungen. Mindestens 41 sind von Kriegsgerichten wegen Kriegsdienstverweigerung oder militärischen Ungehorsams verurteilt worden. Nach Kriegsende, genau hier ist auch das Plakat mit Aufrichtung des Königreiches Gottes auf Erden. Also nach Kriegsende kam es zu einem massiven Wachstum in der Weimarer Republik von einer wenigen tausend fassende Zahl auf bis zu 30.000. Und es kam zu etwas, was man nennen muss, eine eben auch nicht erst von den Nazis erfundenen Bibelforscherfeindschaft in der deutschen Gesellschaft. Zwei soziale Kräfte sind dabei besonders hervorgetreten. Das eine waren die großen Kirchen, das andere war die völkisch-nationalistische Rechte. Für die Kirchen muss man kennt die kirchengeschichtlichen Befunde, auch daran erinnern, dass die Republik durchaus mit einer Kränkung verbunden war, dem Verlust einer Stellung und Demokratie, ich will mal so sagen, erschreckend wirkte. 1921 wurde von der Deutschen Evangelischen Kirche die Apologetische Zentrale gegründet, die dem Kirchenhistoriker John Conway zufolge die konservativ-nationalistische Linie der Kirchenführung vertreten und den religiösen Pluralismus bekämpft hat. Und da spielten die Bibelforscher eine wichtige Rolle. Auch auf katholischer Seite gab es Vergleichbares. Und es gab, wie erwähnt, die völkisch-nationalistische Rechte und auch bald die Nationalsozialisten, hier der Stürmer 1924, die diese Gruppe besonders befeindeten. Sie wurden regelrecht zum Hassobjekt antipluralistischer Kreise. Mit dazu beigetragen hat, das sieht man an dem häufigen Epitheton jüdisch-bolschewistisch, das ihnen vorgeworfen wird, unter anderem der starke Bezug auf die hebräische Bibel und der jüdische Gottesname Jehova, den sie benutzt haben. Die Weimarer Republik hat insgesamt die Religionsfreiheit aufrechterhalten. Es gibt viele Prozesse, die gewonnen wurden. Ab Ende 1931 gibt es aber Vorzeichen des Kommenden, Bayern vor allem, wo die katholische Bayerische Volkspartei und die mit ihr eigentlich völlig verfeindete NSDAP gemeinsam ein Verbot aller Bibelforscherschriften und auch Beschlagnahmung unterstützen und voranbringen. Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, gab es ungefähr 25.000 bekennende Zeugen Jehovas im Deutschen Reich. Mit Kindern, einem Umfeld waren es vielleicht einige tausend mehr. Kommen wir also zu dem Jahr 1933. Ich zeige das nur, weil man muss wissen, die Zentrale in Deutschland war in Magdeburg. Das ist damals nicht Sachsen-Anhalt, sondern die preußische Provinz Sachsen gehört also zu Preußen, dass man das kurz im Sinn behält. Für die deutsche Gesellschaft insgesamt und auch für die Kirchen, das ist deutlich herausgehoben worden, war 1933 ein Jahr der Größe. Das Erlebnis 1933 findet man in vielen Texten. Für Zeugen Jehovas begann in diesem Jahr, wie für viele andere Minderheiten und Regimegegner, die Verfolgung. Die formale Grundlage dafür war die sogenannte Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933. Zwischen April und Juni 1933 sind in fast allen deutschen Ländern Schritt um Schritt Verbote der Gemeinschaft, ihrer Vereinigung, ihrer Aktivitäten erlassen worden. Entscheidende Bedeutung kam aber natürlich dem preußischen Verbot zu. Um das zu beschleunigen, gab es sogar Anfang Juni 1933 ein Treffen von Vertretern der beiden Kirchen, Ministerien und Gestapo in Berlin. Auch vorher hatte schon Kardinal Faulhaber, Professor Benz hatte es erwähnt vorhin, der Reichsregierung gedankt für entschlossenes Vorgehen gegen die Bibelforscher. Man muss also wissen, in den Worten von Detlef Gabe, bis Mitte der 30er Jahre gab es ein regelrechtes Zusammenspiel zwischen den beiden großen Kirchen und dem Staat beim Vorgehen gegen einzelne kleine Glaubensgemeinschaften.
auch für erinnerungskulturelle Fragen ist diese Mittäterschaft durchaus relevant. Das preußische Verbot wurde, Uwe Neumerk hat es erwähnt, am 24. Juni 1933 erlassen. Das war faktisch das reichsweite Verbot. Die Welle der Gewalt und auch der Verbote, die über die Glaubensgemeinschaft hereingebrochen waren, hat um diese Zeit die Führung der Glaubensgemeinschaft so eine Art demonstrativen Akt geführt, um die eigene Identität zu verteidigen. Im Grunde ein Akt der Selbstbehauptung, der Verweigerung der Gleichschaltung. Ich rede von der sogenannten Wilmersdorfer Erklärung vom 25. Juni 1933. Nur war das Verbot in Preußen noch nicht bekannt, nur die anderen Verbote. Das preußische Verbot wurde amtlich erst ein paar Tage später verkündet. Dieser Text muss deswegen erwähnt werden, weil er gewissermaßen legendenumrankt ist und gerne auch als der vermeintlich einzige dunkle Fleck in dieser Geschichte erwähnt wird. Und man kann ihn ganz nüchtern betrachten im historischen Kontext, auch im Vergleich mit Ergebenheitsadressen anderer sozialer Organisationen, um von den großen Kirchen gar nicht zu reden. So ist dieser Text quellenkritisch auseinandergenommen ein Dokument des Widerspruchs, der Zurückweisung des Totalitätsanspruchs. Aber gemessen an den eigenen Ansprüchen, die Bibelforscher und Zeugen Jehovas bis dahin aufgestellt hatten, hat dieser Text auch zwei deutliche Schwachstellen aufgewiesen, die man benennen muss. Das eine ist eine antijüdische Formulierung von den Handelsjuden des britisch-amerikanischen Weltreichs, von denen man sich distanziere, nur von denen. Hintergrund war natürlich dieser Vorwurf jüdisch-bolschewistisch. Das andere ist im Versuch, die Reichsregierung zu bewegen, Verbote aufzuhalten oder zurückzunehmen, dass man davon sprach, der Nationalsozialismus würde sich doch zu hohen Idealen bekennen. Beides passte nicht zu den Veröffentlichungen und zu den Haltungen zuvor und danach. Definitiv ein sprachliches Versagen. Und es ist auch interessant, dass Gläubige an diesem Tag, es waren 7.000 nach Wilmersdorf gekommen, auch Kritik daran anmeldeten. Also vielleicht mit feinerem Gewissen und größerem Mut, als ihre Führung die eigene Haltung verteidigten. Aber es ist eben tatsächlich so, was immer an sprachlichem Straucheln in diesem Fall vorhanden war, und es handelt sich um einen Augenblick, wurde natürlich tausendfach dementiert durch die Haltung, auch die Schriften danach und natürlich vor allem die Haltung der vielen tausend Gläubigen, die Widerstand leisteten und Verfolgung ertragen haben. Über diese europäische Verfolgung der Zeugen Jehovas will ich jetzt einen kurzen Überblick geben. Hier sieht man nochmal kurz den Text dieser Erklärung, Wilmersdorf, aber auch schon die ersten Bücherverbrennungen, die eben auch die Schriften der Zeugen Jehovas betroffen haben. Betrachten wir jetzt so etwas wie Elemente der nationalsozialistischen Verfolgung. Das sind wirklich nur ganz kurze Punkte, die angerissen werden können. Ein erster Schritt, Verweigerung des nationalsozialistischen Alltags im Grunde. Also angefangen, wie erwähnt, beim Hitlergruß, Mitgliedschaft in Organisationen, Wahlverweigerung, was dann auch gewalttätige Konsequenzen hatte, durch die Straßen getrieben werden zum Beispiel. Ein weiteres Element war von Anfang an, also auch schon mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, die Zerstörung der wirtschaftlichen Existenz. Faktisch hat jeder früher oder später auch seine Arbeit, sein Einkommen verloren. Es wurden teilweise Untergrundstrukturen geschaffen, um das auszugleichen, aber viele gerieten auch in Haft. Ein nächster Punkt, die Verfolgung von Kindern, überaus bemerkenswert. Über 1200 Kinder und jugendliche Zeugen Jehovas wurden vom Nationalsozialismus europaweit, natürlich Schwerpunkt Deutschland, aber europaweit verfolgt, mehr als 600 ihren Eltern weggenommen, anderen Familienangehörigen, die Nationalsozialisten waren, übergeben oder in Erziehungsanstalten, in denen sie Gewalt und Zwangsarbeit ausgesetzt waren. Hier sieht man links eine Familie, ikonisch gewissermaßen Familie Kusserow, in der ganze Familie davon betroffen war. Und man sieht rechts Simon Arnold Liebster, die dieses bewegende Buch über ihre Kindheit im Nationalsozialismus geschrieben hat, deren Eltern in Konzentrationslagern waren. Und die selbst, hören wir ihr ganz kurz zu, ein ganz winziger Ausschnitt aus einem langen Interview,
auch berichtet, wie das aus ihrer Sicht, was sie alles, also was ein solcher Verfolgungsalltag für sie als jungen, gläubigen Menschen bedeutet hat. Mein Führer konnte kein Mensch sein. Und kein Mensch konnte mir sagen, was ich mit meiner Moral tun soll. Und deshalb habe ich sofort verweigert, irgendwas mit dem System was zu tun. Sofort. Da brauchte ich nicht jemanden, der mir was sagte. Meine Eltern haben mir nie gesagt, das kannst du nicht tun. Das kam nicht in Frage. Wir haben Prinzipien, wir haben Gesetze von der Bibel studiert, gekannt. Und dann standen wir ein jeder einzelnen Zeugen Jehovas mit seinem eigenen Gewissen vor der Frage, wird er das befolgen oder nachgeben? Das war die Frage die ganze Zeit. Nach diesem Einblick zur Verfolgung von Kindern und Jugendlichen, der nächste Bereich, vielleicht der bekannteste, die besondere Stellung der Zeugen Jehovas im System der Konzentrationslager, der Ordnung des Terrors. Die linke Tafel mit den Kennzeichnungen der Häftlinge zeigt schon diese besondere Stellung an. Und gewisserweise kann man sagen, dass die Nationalsozialisten, dass die SS dafür gesorgt hat, damit, dass diese Geschichte eigentlich nicht mehr vergessen und getilgt werden kann. Es gab schon ab 1936 eigene Kennzeichen für die Bibelforscher Zeugen Jehovas, ab 1938 einheitlich den lila Winkel. Die Farben kommen jetzt hier nicht ganz so gut durch, man kann es sich aber vorstellen. Und lila Winkel wurde sogar sprichwörtlich zum Symbol für diese Häftlingsgruppe, teilweise auch in den Lagern. Das rechte Bild, bekannt, es ist erst im Zweiten Weltkrieg aufgenommen, zeigt Zeuginnen Jehovas im Konzentrationslager Ravensbrück bei der Arbeit. Das erinnert daran, dass zumindest dass vor dem Krieg Zeugen und ganz besonders Zeuginnen Jehovas zu den größten Häftlingsgruppen in den Konzentrationslagern gehörten. In den Frauenkonzentrationslagern, die schließlich ja in Ravensbrück ausgingen, teilweise 40% und mehr der Häftlinge vor dem Krieg. Und auch unter den Männern waren es im Durchschnitt 5-10%, die Zeugen Jehovas als Häftlinge waren. Und das bei einem Bevölkerungsanteil von 0,03%. Insgesamt handelt es sich um circa 4.200 in Konzentrationslagern inhaftierte Zeugen und Zeuginnen Jehovas, 2.800 Deutsch, 1.400 aus den anderen Teilen Europas. An dieser Stelle muss man auch kurz auf die sogenannten Verpflichtungserklärungen zu sprechen kommen, weil sie zur Geschichte, aber auch ein bisschen zur Legende der Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern gehören. Legende in dem Sinne, weil teilweise auch andere Häftlingsgruppen, ich will nur den Namen Margarete Buber-Neumann einwerfen, manchmal der Eindruck erweckt wurde, es hätte sich um freiwillige Häftlinge gehandelt. Was natürlich, wir haben es schon an diesen Konfliktkonstellationen vorher gesehen, natürlich nicht der Fall war und nicht einfach von den Häftlingen entschieden werden konnte. Und die ganze Sache ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch darauf eingehen können. Ich will es nur an diesem Beispiel kurz vorführen. August Diekmann, nach Beginn des Zweiten Weltkrieges als erster Kriegsdienstverweigerer erschossen im Konzentrationslager Sachsenhausen. Er hatte eine solche Verpflichtungserklärung unterzeichnet, kam daraufhin nicht frei, sondern nach Sachsenhausen ins Konzentrationslager, war dort bestrebt, diese Unterschrift zu annullieren, was ihm Anfang September 1939 vermutlich gelungen ist, also wenige Tage vor seiner Ermordung. Man sieht schon daran, das ist eine sehr verschlungene Geschichte. Es gab auch viele, auch unterschiedliche Fassungen. Diese einheitliche Fassung, Entschuldigung, das war falsch. Diese vereinheitlichte Fassung ist erst Ende 1938 überall eingeführt worden. Frühere Fassungen wurden tatsächlich auch häufig unterschrieben. Diese vereinheitlichte Fassung nur noch sehr selten, weil hier auch von einer inneren Abkehr, sagen vom eigenen Glauben, das Gespräch war. Es ist auch einfach festzuhalten, dass die historische Realität immer vielschichtig ist, dass es auch welche gab, die unterschrieben haben,
um dann, falls sie doch frei kam nach einer Beobachtungsphase, trotzdem ihrem Glauben weiter nachzugehen. Es gibt auch europäisch interessante Befunde. In den Niederlanden haben Zeugen Jehovas das fast immer unterschrieben, weil sie sagten, was mir die illegalen deutschen Besatzer vorlegen, ist völlig egal. Das wiederum führte aber dazu, wenn sie dann in ihrer erneuten Untergrundtätigkeit wieder verhaftet wurden, die Strafen natürlich umso härter ausfielen. Aber hinter diesen ganzen Details und auch diesen Legenden, wie ich sie erwähnt habe, ist eigentlich die historische Signifikanz dieses Dokuments oft übersehen worden. Denn es zeigt den systematischen Charakter dieser Verfolgung an. Zeugen Jehovas sollten als Zeugen Jehovas zu existieren aufhören. Es ging nicht nur um ihre Aktivität, es ging um ihre Identität. Ein Zeuge oder eine Zeugin Jehovas war nur dann vor Verfolgung sicher, wenn sie keine Zeugen Jehovas mehr waren. Der nächste Punkt. Wir haben das vorhin, glaube ich, schon vernommen. Ne? Ich musste das Bild einfügen. Aber sie sind nicht nur bekannt für die Solidarität und Hilfe und Liebe untereinander, die vermutlich vielen das Leben gerettet hat, sodass die Todeszahl von etwa 1.700 nicht noch höher liegt. Sie sind auch bekannt für Solidarität und Hilfe für viele andere Häftlingsgruppen. Und ich habe Zilli Schmidt hier erwähnt, weil sie Uwe Neumerker und mir unglaublich am Herzen liegt. Sie hat Auschwitz überlebt, lebt heute noch. Und ich will nur diese ersten beiden Sätze vorlesen. Das waren die besten Menschen, die Zeugen Jehovas. Die waren nicht nur für sich selbst gut. Es ist auch zu erwähnen, und da gibt es ganz aktuelle Forschungen und Zusammenstellungen, dass Zeugen Jehovas auch als Judenhelfer sehr aktiv waren. Der Autor sitzt hier direkt vor mir. Und es ist auch interessant, dass mit Rudolf Bratz da auch einer der verfolgten Homosexuellen davon berichtete, dass Zeugen Jehovas ihm Hilfe leisteten. Ein nächster zentraler Aspekt, öffentliche Kritik und Dokumentation von NS-Verbrechen. Ein sehr umfangreiches Thema. Öffentlich verteilte Flugschriften im Nationalsozialismus, 100.000 und mehr, wirklich eine Seltenheit in den Jahren des Regimes. Mindestens zweimal ist das erfolgt. Rechts ist ein Beispiel dafür. Ganz besonders wichtig, aber auch im Ausland, in der Schweiz, wurden aus Deutschland geschmuggelte Berichte zusammengestellt, an die Presse gegeben und auch selbst veröffentlicht. Und hier besonders dieses Buch Kreuzzug gegen das Christentum, ein wichtiges Werk der Emigrationsliteratur, das auch von Thomas Mann nicht nur wahrgenommen wurde, sondern unterstützt wurde, sowohl vor seiner Abfertigung als auch nach seiner Veröffentlichung. Hier auch nur der letzte Satz, einen stärkeren Appell an das Weltgewissen kann es nicht geben. Und um einfach die Bandbreite hier nochmal bildlich vor Augen zu führen, diese Titelseite der auch in der Schweiz veröffentlichten Zeitschrift Trost, und das ist, das Datum muss man beachten, vom Februar 1938. Als letzter Punkt bei diesen Elementen der Verfolgung muss natürlich die Kriegsdienstverweigerung angesprochen werden. Uwe Neumerker hat das erwähnt. Diese Geschichte ist so bemerkenswert und sie wird so auch von der Erinnerung an die Zeugen Jehovas, auch von den Überlebenden dominiert. Auch die Stimmen unmittelbar nach dem Krieg, auch aus der bekennenden Kirche, Martin Niemöller, Hans Lilje. Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen im Nationalsozialismus wurde eigentlich gleichgesetzt mit Zeugen Jehovas, selbst in den Verfolgungsapparaten. Die Zahlen sind 282 nach Urteil hingerichtete Kriegsdienstverweigerer, 55, die in Haft- oder Strafeinheiten ums Leben kamen. Und wie etwa Hans Hesse an den Protokollen des Parlamentarischen Rates gezeigt hat, ist diese Geschichte entscheidend dafür, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert wurde. Aber aus vielen Quellen, und ich bin darum sehr froh, dass Uwe Neumerker vorhin einen Brief eines Hingerichteten vorgelesen hat, auch aus vielen Abschiedsbriefen, können wir auch die Motivation dieser Menschen erkennen, weil sie alle sehr deutlich darüber sprechen. Und es ist interessant, es ist nie das abstrakte religiöse Prinzip der Neutralität, das hier zur Sprache kommt. Es ist immer ganz konkret Nächstenliebe und das Gebot, du sollst nicht töten. Auch hier noch einmal Simon Arnold Liebster, deren engster Freund Marcel Sutter 1943 aufgrund seiner Kriegsdienstverweigerung enthauptet wurde. In den 10 Geboten kann ein jeder Katholik oder Protestant lesen,
du sollst nicht töten. Was macht man denn eigentlich im Krieg? Ein Christ, der liest die Bibel und sagt, das ist für mich. Und nicht, das ist zu schwer, das kann ich nicht. Denn wenn er sagt, das kann ich nicht, dann zeigt er, dass er kein Gottvertrauen hat. Mit Gottvertrauen kann der Mensch alles überwinden. Die Bewegung ist, alle die Liebe, die wir in der Bibel finden, umzusetzen in Taten. Und man kann den Mitmenschen nicht lieben, wenn man ihn tötet. Das kommt nicht in Frage. Ja, nach diesen Worten zum Selbstverständnis von einer jungen Frau, die einen engen Freund damals verloren hat, der Blick auf die europäische Dimension, die jetzt immer wieder auch angeklungen ist, hier sind einige Zahlen notiert, aus verschiedenen Gründen ist zu vermuten, dass die Zahl von 14.000 Verfolgten vermutlich immer noch zu niedrig gegriffen ist. Aber was entscheidend ist, diese Gruppe wurde in ganz Europa systematisch verfolgt. Zu diesem Zweck habe ich versucht, die Daten, ich hoffe, es ist sichtbar, halbwegs, die Daten zusammenzutragen, teilweise Mittelwerte zu errechnen, um einfach klarzumachen, im gesamten nationalsozialistischen Herrschaftsbereich kam es zu systematischer Verfolgung, mit wenigen Ausnahmen, wo es etwas weniger gravierend war. Viele Zahlen sind wirklich Annäherungen. Es gibt sehr, sehr dicht belegte, Österreich hat vermutlich die umfangreichsten Kenntnisse, Gegenbild, wo fast alles noch im Dunkeln liegt, Galizien, was später nochmal eine Rolle spielen wird. Man sieht auch an den Prozentzahlen, wie ausgeprägt die Verfolgung war. Und auch das zeigen etwa neue Lokalstudien, ist meistens noch zu niedrig angesetzt. Die Forschung ist tatsächlich noch im Wachsen. Es gibt interessante Fälle, Polen oder Ungarn, da gab es auch schon vor den Nationalsozialisten Verfolgung. Niederlande sind hochspannend, weil dort speziell mit der Bibelforscherjagd der SD-Mann Klaus Barbie beauftragt war, der später bekannte Schlächter von Lyon und Mörder von Marc Bloch. Wie gesagt, das sind alles Annäherungen. Interessant historisch sind auch die Unterschiede. Wenn man nach Italien schaut, etwa systematische Verfolgung, aber die Gruppe war viel kleiner und die Verfolgung war sehr viel weniger tödlich als in Deutschland. Und selbst diese zwei Toten, die hier genannt sind, wurden von Deutschen gefasst, nicht von italienischen Behörden. Belgien, da gab es einen dem Widerstand nahestehenden Militärbefehlshaber, das erklärt es wohl, dass die Verfolgung geringer war. Dänemark ist interessant, Gesetze in Regierung blieben bekanntlich unangetastet und damit auch Religionsfreiheit. Also man könnte da noch einige Länder durchgehen. Man sieht das europäische Tableau, zu Großbritannien vielleicht so viel, dass auch dort Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg und auch Zeuginnen Jehovas, auch Frauen waren dienstverpflichtet, verhaftet wurden. Große Zahl sogar, und dass sie zum Tode verurteilt wurden. Allerdings wurden die Urteile in Großbritannien nicht vollzogen. Dieses Bild der gesamteuropäischen Opfergruppe wollte ich hier einfach kurz und systematisch darstellen. Wir wissen natürlich, dass diese Geschichte 1945 nicht einfach zu Ende ging. Die Verfolgung ging besonders in den südlichen und östlichen Teilen des Kontinents weiter. Im Süden will ich nur Griechenland hervorheben, eine sehr massive, brutale Verfolgung. Kriegsdienstverweigerer wurden einige sogar zu Tode gefoltert. Aber auch das geht auf die 30er Jahre schon zurück, auf die Diktatur in Griechenland. Andere Länder, auf die vielleicht zu Polen ist bemerkenswert, dass 1945 hier nicht erst ein Durchatmen war, sondern erst eine Phase, in der wirklich auch katholisch-nationalistische Fanatiker Zeugen Jehovas aufs Grausamste auch misshandelt haben, bevor die kommunistische Verfolgung einsetzte. Zur Sowjetunion ist interessanterweise zu sagen, dass sie eigentlich durch die Erweiterung ihres Staatsgebietes am Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt erst Zeugen Jehovas importierte, vor allem aus der Ukraine, aus Moldawien und auch in kleinerer Zahl aus dem Baltikum. Und dass sie etwa durch eine große Deportation 1951 fast 10.000, fast die Gesamtzahl der Zeugen Jehovas ins sibirische Lagersystem schaffte
und so auch letztlich für eine weitere Ausbreitung der Glaubensgemeinschaft in der Sowjetunion sorgte. Interessant sind hier auch neue Forschungen zum sowjetischen Lagersystem und zur Verfolgung der Sowjetunion, die zeigen, und da wiederholen sich die deutschen Diskussionen um Widerstand, dass die politische Dissidenz der Sowjetunion, die ja auch auf eine Art ethische Politik gesetzt hat, die Zeugen Jehovas trotz ihrer unterschiedlichen Weltsichten auch als Teil der Dissidenz wahrgenommen hat, wie das etwa Emily Barron gezeigt hat. Zuletzt hier noch der Blick auf die DDR. Nach einer Phase der Freiheit 1950, Massenverhaftungen, Schauprozesse, Verbot und Verfolgung. 700 NS-Opfer wurden ein zweites Mal verfolgt, 65 Zeugen Jehovas kamen insgesamt ums Leben, etwa 6.000 vielleicht in Gefängnissen, viele Nachteile für die etwa 20.000 Zeugen Jehovas. Aber wie sieht denn die Bilanz aus für die Opfergruppen, für diese Opfergruppe, was Aufarbeitung und Anerkennung betrifft? Ich habe hier ein Zitat, das hat, glaube ich, Falk Bersch aufgespürt zu sehen. Das ist ein Zitat für die DDR. In der Bundesrepublik war die Bilanz auch gemischt zwischen Widerstand aus fast schon nationalsozialistischer Sicht bis zu hoher Anerkennung in den ersten Jahren. Auch immerhin ist es möglich gewesen, Zeugen Jehovas als Gruppenverfolgte zu benennen. Dennoch geschah ein Absinken zu vergessenen Opfern, wogegen dann Detlef Garbe und andere angearbeitet haben. In der DDR, das ist mir nur kurz wichtig zu erwähnen, gab es nicht nur eine Verdrängung aus dem offiziellen Gedenken, sondern die individuellen Lebensläufe sollten eigentlich ausgelöscht werden. Und vom Protest dagegen und vom wertvollen Blick mal eine Quelle, die auch zeigt, wie die Erfahrung selbst eingeordnet wurde, ist dieses Dokument von Kurt Pützmann. Ja, in der bundesdeutschen Erinnerungskultur ist sicher sehr viel geschehen, seither auch international, rechts einer Ausstellung ganz aktuell in Israel. Aber es gibt immer noch das Phänomen, dass aus Vergessen soziale Isolation und brutale Verfolgung kommen kann, bis hin zur Russischen Föderation, womit ich enden will. Eine Anerkennung der Opfer als Opfer des Stalinismus in den 90er Jahren, erste Aufarbeitung, Memorial hat sich damit befasst. Seit Ende der 90er Jahre dreht sich das um und wieder sieht man, wie der aufkeimende Totalitarismus eigentlich hier schon ganz früh sichtbar wird, bis zum Verbot 2017. Und noch beim Verbotsverfahren gegen Memorial spielte das eine entscheidende Rolle, dass Zeugen Jehovas auf ihrer Liste politischer Gefangener geführt wurden. Aktuell sind 100 Zeugen Jehovas in Gefängnissen und Straflagern, Menschenrechtsorganisationen beklagen Folter. Und man sieht, dass diese Geschichte von Verfolgung und Widerstand noch weitergeht. Von anderen Weltregionen, etwa den Völkermord in Ruanda, wo sich Zeugen Jehovas dem Völkermord entgegengestellt haben und 400 ermordet wurden, gar nicht zu reden. Aber hier an dieser Stelle müssen wir diesen Überblick abbrechen, um Zeit für das Gespräch zu haben. Und ich möchte das dann natürlich auch gerne Pavla Placher übergeben. Bin sehr froh, dass sie das heute Abend auch moderiert. Ihr Buch Zerrissene Leben über Häftlinge in Ravensbrück, Tschechische, wird nächstes Jahr auch auf Deutsch erscheinen. Und sie ist am Institut für die Erforschung totalitärer Gesellschaften in Prag tätig. Vielen Dank. Guten Abend, geehrte Damen, geehrte Herren. Es freut mich, die Möglichkeit zu haben, die heutige Diskussion zu moderieren. Ich danke für die Einladung und nette Einführung. Zuerst werde ich die Diskutierenden vorstellen. Beim Tim Müller muss ich das jetzt nicht machen, das hat schon Herr Neumerker gemacht. Neben Herrn Müller sitzt Herr Professor Dr. Wolfgang Benz, ein der renommiertesten Historiker der Zeitgeschichte und international anerkannter Vertreter der Vorurteilsforschung, der Antisemitismusforschung und der Nationalsozialismusforschung.
Sein Name ist vor allem mit der Technischen Universität Berlin verbunden und er leitete das zugehörige Zentrum für Antisemitismusforschung. Er hat zahlreiche Standardwerke zur NS-Geschichte publiziert. Links von Herrn Professor Benz sitzt Herr Professor Detlef Garbe, auch ein renommierter Historiker. Er hat während seiner wissenschaftlichen Laufbahn zahlreiche Arbeiten zu den Themen Geschichte der Konzentrationslager, Wehrmachtjustiz, Vergangenheitsbewältigung und zu öffentlich lange vernachlässigten Opfergruppen publiziert. Seit Ende 80er Jahren leitete er die KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Sein Werk Zwischen Widerstand und Martyrium, die Zeugen Jehovas im Dritten Reich, wurde in den 90er Jahren publiziert und seitdem gibt es 4 Auflagen und eine englische Übersetzung. Bis heute ist das ein Standardwerk geblieben. So, das wäre die Vorstellung der Diskutierten und ich werde ganz schnell zu einem konkreten Thema gehen und zwar zu dem Thema des Widerstands. Herr Müller hat hier in seinem Vortrag den Historiker Manfred Gailus zitiert. Ich werde paraphrasieren, beharren an den 10 Gebote oder die Bergpredigt ist immer ein politischer Akt, also Akt des Widerstandes. Als Historikerin, die vor allem sich im tschechischen Milieu bewegt, sehe ich da einen Unterschied in der Wahrnehmung der Zeugen Jehovas oder der Verfolgung der Zeugen Jehovas. In Tschechien würde man nämlich nicht den Begriff Widerstand benutzen. Man spricht über religiöse Verfolgung oder religiös verfolgte Opfergruppe. Wie kann man sich diese unterschiedliche Perspektive erklären? Herr Benz, Sie haben die Zeugen Jehovas dem Widerstand sehr früh zugeordnet. Können Sie erklären, warum? Ja, das kann ich natürlich sehr gerne versuchen. Der Unterschied ist natürlich ganz fundamental. Ob ich in einem besetzten Land Widerstand leiste oder in einem besetzten Land leben muss. Für Zeugen Jehovas in den tschechischen Ländern kam es ja nicht darauf an, eine bessere Regierung in ihrem Heimatland zu schaffen, sondern dort kam es darauf an, dem fremden Okkupanten Widerstand zu leisten. Ob das die vornehmste Aufgabe der tschechischen Zeugen Jehovas war, darüber kann man sicherlich debattieren. Aber in Deutschland ist die Situation jedenfalls fundamental so. Wer sich von allem Anfang an kompromisslos einem diktatorischen System, das die unbeschränkte Verfügungsgewalt über jedes einzelne Individuum beansprucht, wer sich einem solchen totalitären Regime widersetzt, leistet Widerstand, weil er, ob er das jetzt direkt als Ziel plakatiert oder ob es zwangsläufige Folge ist, eine bessere Ordnung dieses Landes, dieser Gesellschaft, dieses Staates erstrebt. Man kann das aber auch noch sehr viel auf einer sehr viel niedrigeren Stufe sehen. Wer den Gefolgschaftseid auf den Diktator verweigert, wer sich weigert, mit der Waffe in der Hand diesen Staat, dieses Unrechtssystem zu verteidigen, der leistet Widerstand.
unabhängig von seiner religiösen Überzeugung. Und so sieht das auch der Staat. Und er bekämpft diejenigen, die sich weigern, auf Adolf Hitler den Eid zu schwören, die sich weigern, in den Krieg zu ziehen, die jede politische Unterstützung und sei es auch nur die missmutige Zustimmung zu diesem Regime verweigern. Widerstand ist aber nicht nur definiert, dass man dagegen ist. Denn mit diesem Trick hat es ja dann die Mehrheit der Deutschen im Jahre 1945 nach dem 8. Mai versucht. Da wollte niemand den Hitler geliebt haben. Da wollte ja niemand dieses Regime bejubelt haben. Da wollte niemand Nutznießer dieses Regimes gewesen sein, sondern alle haben die Faust des Widerstandes tief in der Hosentasche 12 Jahre lang geballt und wollten sich darauf berufen. Niemand wollte mit diesem zusammengestürzten Regime, bitte vielmals um Entschuldigung, dass mich immer mal wieder Hustendetonationen erschüttern. Das Widerstand ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass man dagegen ist. Die katholische Kirche hat keinen Widerstand geleistet. Aber sie war im Prinzip eigentlich dagegen, bis sie dann im Reichskonkordat ihren Frieden mit dem Regime gemacht hat, um Besitzstände zu wahren. Widerstand, katholischer Widerstand, kam immer nur von einzelnen Individuen. Christlicher Widerstand auf der evangelischen Seite war immer getragen, oftmals gegen den ausdrücklichen Wunsch und Willen ihrer kirchlichen Oberen, war immer getragen von einzelnen Laien oder Klerikern. Es gibt nur eine einzige größere christliche Gemeinschaft, nämlich Jehovas Zeugen, die als Gemeinschaft Widerstand geleistet hat, denn zum Widerstand gehört nicht nur dagegen sein, sondern auch die Gefahr in Kauf zu nehmen, die das dann verfolgende Regime ausübt, die Repression, die ausgeübt wird. Widerstand im stillen Kämmerlein unter guten Freunden, die verschwiegen sind, das ist Opposition, das ist Regimekritik, das ist alles Mögliche, das ist aber nicht Widerstand. Und für Jehovas Zeugen war das selbstverständliche Beharren auf den eigenen Maximen automatisch Widerstand, auch weil es gefährlich war, weil man dafür ins Konzentrationslager kam, weil man dafür die Existenz verloren hat. Das ist also viel mehr als verfolgt zu sein wegen der religiösen Überzeugung, sondern wenn die religiöse Überzeugung so intensiv und selbstbewusst gelebt wird, dass sie für das Regime unangenehm, gefährlich ist, denn das Vorbild, wenn Krieg ist und keiner hingeht, das ist für das Regime gefährlich. Das wird mit aller Kraft unterdrückt und deshalb entwickelt sich aus der selbstverständlichen Haltung der Zeugen Jehovas ganz automatisch in den Augen des Regimes Widerstand. Es wird gefährlich, es wird lebensgefährlich für diejenigen, die ihrer Überzeugung treu bleiben. Ja, danke, Herr Garbe. Ich habe gesehen, Sie haben zugestimmt. Nun verbal, vielleicht möchten Sie doch noch etwas ergänzen. Ich würde gerne einen Aspekt noch ergänzen, sonst stimme ich den völlig zu. Aber nicht nur aus der Sicht des Regimes gemessen an den Handeln, an den Verweigerungsakten, an dem Entziehen, war das Handeln der Zeugen Jehovas Widerstand,
sondern auch in einer anderen Sicht. Tim Müller hat in seinen Worten die Motivation der Verfolger zusammengefasst. Es ging nicht nur um deren Aktivitäten, sondern es ging auch darum, um die Identität zu brechen. Wir haben es mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen weltanschaulichen Modellen zu tun, denen es aber an einem Punkt sind sie kongruent. Es geht nämlich um den ganzen Menschen. Sie fordern ihn voll und ganz. Der Nationalsozialismus hatte, Sie kennen das alles aus der Propaganda von Kindheit an, sollte man hineinwachsen in dieses System. Und es gab sozusagen neben dem Bekenntnis zum Führer, sollte es kein weiteres geben. Und für die Zeugen Jehovas sah das sozusagen diametral verkehrt genauso auf. Und das heißt, für sie war das Handeln auch dadurch bestimmt, dass es im Prinzip keine Alternative für sie gab. Mitmachen hieße Selbstverleugnung. Und das hieße Abkehr vom Glauben, damit sich selbst in Frage stellen. Letztlich war ihr Handeln in der Zeit ein Akt von, im Eigenverständnis von Notwehr, existenzielle Selbstbehauptung in dem Regime, weil man, wenn man mitgemacht hätte, sozusagen man nicht mehr sich selbst treu gewesen wäre und vor allem, und damit zu dem letzten Punkt, die religiöse Dimension, man wäre seinem Gott nicht treu geblieben. Und dieser Punkt, dass Widerstand auch ein Bekenntnisakt war, so will ich das mal formulieren, dass es darum ging, seinen Glauben zu bewahren, das hat diese Haltung befördert, die in dem Interviewausschnitten von Simone Liebster ja auch deutlich wurden. Letztlich konnte man nicht anders handeln, auch wenn man in ganz, ganz schwere Nöte gekommen ist. Die Auseinandersetzung um die Frage der Unterschriften hat das gezeigt. Aber es gab Punkte, da ging es nicht anders. Da war die Aufgabe dessen, für das man lebte, eine Selbstaufgabe. Vielleicht dazu noch eine kleine ergänzende Frage. Gibt es in den deutschen historischen oder fachlichen Kreisen ein Konsensus darüber, dass man den Begriff Widerstand an die Zeugen Jehovas anwendet? Das ist vielleicht eine Frage an dich, Tim. Ich denke, Wolfgang Benz und Detlef Gabe könnten das vermutlich noch umfangreicher beantworten, aber ich glaube, da kann man ja sagen. Also spätestens ab Mitte der 90er Jahre, Hartmut Mehringer fällt mir ein, ist in allen Überblicksdarstellungen über den Widerstand auch Erwähnung der Zeugen Jehovas. Insofern glaube ich schon, dass das ein Konsens ist. Da muss man nicht mal den Widerstandsbegriff noch erweitern, wie das ja aber mittlerweile auch geschieht, zur Verteidigung kultureller Identität. Und vielleicht nur noch einen Satz zu dem, was Detlef Gabe gerade sagte, als du meintest, den ganzen Menschen. Da fiel mir ein, für die wenigen Einzelfälle, Wolfgang Benz erwähnte das, in anderen christlichen Kontexten, Helmut James von Molke, der vorhin zu sehen war, war stolz darauf, als Freisler ihm entgegengeschleudert hat am Volksgerichtshof, der Nationalsozialismus und das Christentum verlangen den ganzen Menschen. Und er war stolz darauf, dass der begriffen hatte, er hat als Christ widerstanden und nicht irgendwie als Junker oder Großgrund. Also da sieht man, da ist auch dieser fundamentale Wertkonflikt sichtbar geworden in Einzelfällen. Ja, danke. Vielleicht können wir dann langsam übergehen zu dem Thema der Erinnerungskultur, aber noch zuvor möchte ich eine Frage stellen, die sich zu der Wahrnehmung der Zeugen Jehovas von ihren Mitgefangenen in Konzentrationslagern und in anderen Haftorten bezieht. Tim Müller hat in seinem Vortrag Zitate aus den Erinnerungen von politischen Mitgefangenen gelesen, die von der Bewunderung und Respekt gegenüber der Handlungen der Zeugen Jehovas sehr deutlich gesprochen haben. Wie schon erwähnt wurde, habe ich mich mit der Gruppe
relativ kleinen Gruppe der tschechoslowakischen Zeuginnen Jehovas, die in Ravensbrück inhaftiert waren, befasst und damit dabei auch mit der Erinnerungen ihren politischen Mitgefangenen aus der Tschechoslowakei. Und es gibt in der Erinnerungen Äußerungen über Respekt, über Bewunderung, aber auch erscheint relativ oft eine Äußerung von einem Missverständnis ihres Handelns und manchmal sogar Spott oder Ironie. Ich möchte Herr Garbe fragen, können Sie vielleicht etwas mehr zu dieser Wahrnehmung und zu den Beziehungen mit den anderen Häftlingsgruppen etwas Näheres sagen? Ja, danke für die Frage, weil tatsächlich der Eindruck entstehen könnte, als sei es so, dass die beeindruckenden Zitate, die wir gelesen haben, das ganze Bild gewesen ist. Es gab in der Zwangsgesellschaft, in den nationalsozialistischen Lagern und Gefängnissen natürlich, das gilt nicht nur im Verhältnis zu den Zeugen Jehovas, sondern überhaupt politische, die sozialen Unterschiede, die dazu führten, dass man keineswegs eine homogene Gemeinschaft gewesen ist. Es war eine Zwangsgemeinschaft. Man wurde, gemeinsam hatte man zu leiden unter dem. Aber es gab natürlich nicht nur das, was man mitbrachte in den Lagern als Vorwissen, als Vorurteile oder so, gab es eine Ablehnung gegenüber den Zeugen Jehovas als eine religiöse Sondergemeinschaft, eine Sekte, deren Glauben man überhaupt nicht nachvollziehen könne. Es gab aber auch in den Lagern Anhaltspunkte, die das nährten, diese Distanz. Zum Beispiel, mit viel Unverständnis zur Kenntnis genommen wurde, wie man denn trotz aller Schläge auf dem Prügelbock und schlimmsten Qualen, die einem zugeführt wurden, um Dinge, die aus Sicht anderer schwer nachzuvollziehen waren, also zum Beispiel die Beachtung der Speise, Gebote und Verbote im Lager, oder dass man nicht für kriegswichtige Arbeiten, nicht Rüstungsarbeiten machte. Da gab es eine Ablehnung. Und dann war vor allem auch bei vielen im Misskredit geraten, dass sie sagten, die Zeugen Jehovas, das ist nämlich die andere Seite, dann, wenn es nicht um glaubensbedingte Dinge gab, die man verweigerte, haben Zeugen Jehovas die ihnen aufgetragenen Aufgaben versucht, gewissenhaft auch zu erfüllen. Das heißt, ihnen wurde der Vorwurf gemacht, sie würden sozusagen sich bei der SS, bei den Verfolgern oder in den Gefängnissen, viele waren als Kalfaktoren, als Hilfsdienste, man würde sich denen gefügig machen. Auch das nährte Distanz und sicherlich auch das Zeugen Jehovas zwar anderen Häftlingsgruppen halfen, den Angehörigen anderer Häftlingsgruppen, aber gleichwohl ihre Distanz wahrten. Sie wollten nicht zum Beispiel in Aktivitäten des politischen Lagerwiderstandes verwickelt werden. Also es gab schon ein spannungsreiches Verhältnis, was sich auch in die Nachkriegszeit dann mit übertragen hat. Möchte vielleicht jemand von der Diskutierten noch etwas ergänzen, Herr Berendt? Ja, ich möchte das ergänzen. Es gab ja, es fehlte dieses spannungsreiche Verhältnis, aber es fehlte auch das feindselige Verhältnis, das ja andere Häftlingsgruppen aus der freien Welt in das Konzentrationslager mitbrachten. Das Konzentrationslager war ja nun keineswegs eine Solidargemeinschaft, eine Gesellschaft, in der alle zusammenhielten, um sich der Nazis gemeinsam zu erwehren. Die Kämpfe zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten gingen ja im Konzentrationslager nahtlos weiter. Die Kapo-Stellen wurden von bestimmten Leuten
besetzt, die für ihre Gruppe zum Nachteil anderer Gruppen gesorgt haben. Und da war die Gruppe der Zeugen Jehovas nicht beteiligt. Und es war einfach, auf Konto der Zeugen Jehovas sich anders und sich besser zu fühlen, wie man das in der Gesellschaft, in der freien Gesellschaft vorher auch getan hat, dass man diese in sich geschlossene religiöse Gruppe verächtlich mit, im günstigen Fall mit milder Herablassung, im ungünstigeren Fall mit christkatholischem oder christprotestantischem Abscheu betrachtet hat. Also es war auch ganz leicht, diese Menschen, die ihrer Moral, ihrer Tugend, ihrer Religion lebten und nicht Sabotage übten, sondern die ihnen übertragenen Aufgaben wegen ihrer Moral, wegen ihrer Sozialisation und Kultur erfüllt haben und nicht Sabotage geübt haben. Nirgendwo ist so viel Sabotage geübt worden, wie dann in den Erinnerungen, die nach 1945 geschrieben wurden. Aber auch das ein Stück Erklärung für das Eigenleben, für die Besonderheit der Zeugen Jehovas im Konzentrationslager. Danke. Damit können wir vielleicht direkt in die Nachkriegszeit gehen und zu dem Thema der Erinnerungskultur. Ich werde da wieder eine tschechische Perspektive einbringen oder tschechoslowakische Perspektive. Die Zeugen Jehovas wurden in der Nachkriegs-Tschechoslowakei als religiös verfolgte Gruppe zu den Teilnehmern am nationalen Befreiungskampf gezählt. Das hat sich aber dann kurz nach dem Krieg 1948, nach dem kommunistischen Umsturz, geändert. Die Zeugen Jehovas wurden zu verbotenen Sekte und diese Anerkennung wurde ihnen abgesagt. Sie konnten, oder aus meiner Recherchen weiß ich, dass einige Zeugen Jehovas diese Anträge trotzdem gestellt haben, um anerkannt zu werden als Teilnehmer am nationalen Befreiungskampf, aber sie haben ihre religiöse Zugehörigkeit verschweigt. Sie haben darüber nicht gesprochen, sie haben beschrieben in den Anträgen, wir haben abgelehnt den Hitlergruß, wir haben abgelehnt, für die Kriegsindustrie zu arbeiten und so weiter. Oder es war eine Verfolgung aus religiösen Gründen und nichts mehr Konkretes. Ich setze voraus, oder Tim Miller hat es in seinem Vortrag schon angedeutet, dass die Situation wahrscheinlich im östlichen Teil Deutschlands, also in der DDR, ähnlich war wie in der Tschechoslowakei. Kannst du vielleicht etwas mehr dazu sagen oder auch zu der Situation in der Bundesrepublik und zu der Erinnerungskultur nach 1945? Das scheint jetzt ein langer Zeitraum zu sein. Und also Detlef Gabe weiß natürlich auch unendlich viel dazu, auch andere im Raum. Ich will jetzt mal einfach ganz kurz sagen. Also ja, Detlef Gabe kann es dann ergänzen. Für die DDR hast du es ja, glaube ich, schon kurz angedeutet. Das, glaube ich, kann man so stehen lassen. Im europäischen Kontext fällt auf, dass natürlich vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Ländern unmittelbar nach dem Kriegsende Anerkennung öffentlich ausgesprochen wird dafür. Das ist da. Der deutsche Fall ist natürlich, das wissen wir alle, vielschichtig. Die Aufarbeitung ist komplex. Also natürlich gibt es Vergessensprozesse, es gibt Verdrängensprozesse, die natürlich bald einsetzen, auch sowas wie residualen Nationalsozialismus. Also dazu vielleicht gleich noch eine kleine These. Also die Gruppe gerät aus der Öffentlichkeit, aber ihre Geschichte wird nicht ausgelöscht. Ne? Und auch das Thema Anerkennung im Bundesentschädigungsgesetz als Gruppenverfolgte ist natürlich schon ein Meilenstein. Aber es war eigentlich erst
mit vereinzelten Ausnahmen in der Forschung eigentlich erst ab den 80er Jahren, da könntest du viel mehr sagen, ne, wo diese Geschichte wieder tatsächlich auch im Zuge der Geschichte von unten, Alltagsgeschichte, in Angriff genommen werden konnte. Es sind für mich aber, und das wären zwei kurze Thesen, zwei Parallelen, ich nun mal in dem Feld auch arbeite, auch zur Nachkriegsgeschichte der Sinti und Roma auffällig. Die eine These wäre, das Vorurteil war nach 1945 vermutlich stärker als vor 1933, ne? Weil diese Bibelforscherfeindschaft, die Feindschaft gegen Zeugen Jehovas in der NS-Zeit natürlich forciert wurde. Die andere These wäre, dass das die Stimmen derjenigen, die sich in der Gesellschaft besonders gerne über die Gruppen geäußert haben, eigentlich keine Entnazifizierung durchlaufen haben. Also dass Experten, deren Schüler, Enkelschüler, wie auch immer, nach wie vor in diesen Fällen eher natürlich im kirchlichen Kontext sich zuständig fühlten, das alles einzuordnen. Auch das hat sicher dem Vergessen und Verdrängen einen gewissen Boden bereitet. Ganz abgesehen davon von der fundamentalen Frage, die Herr Benz aufgeworfen hat, das ist ja eine Gruppe, die sagen, die Legende widerlegt, dass es unglaublich viele Widerständler in Deutschland gegeben hätte. Ja, Herr Professor Garbe, sind Sie mit diesen Thesen einverstanden? Ja, mit den beiden Thesen bin ich einverstanden. Tatsächlich, das ist auch den verfolgten Gruppen sozusagen gemeinsam, ist zwar die Verfolgung als solche auch als Unrecht wahrgenommen, anerkannt worden. Es hat einen längeren Prozess gedauert, ehe sich das durchgesetzt hat, auf der politischen, juristischen Ebene. Dieser Prozess konnte bei einzelnen Gruppen bis ins Jahr 2020 sich halten. Erst im Februar 2020 ist die Verfolgung jener, die mit dem Werturteil asozial belegt worden sind, also Menschen, die durch Devianz soziale Abweichung aufgefallen sind und Menschen, die die Nationalsozialisten, die ja der These anhingen, da war ja alles immer biologistisch, dass sich auch Kriminalität in den Genen der Menschen niederschlägt und es so etwas gibt wie ein Verbrechergen. Und auch die, die als sogenannte Berufsverbrecher verfolgt wurden, auch dort erst der Charakter der Verfolgung wahrgenommen wurde. Das hat, wie gesagt, 75 Jahre gedauert, ehe das wahrgenommen wurde. Aber nach und nach ist das anerkannt worden, dass das Unrecht gewesen ist, auf der politischen, juristischen Ebene. Im Bewusstsein vieler Mitmenschen ist das ganz lange nicht so gewesen. Ich habe noch, dadurch, dass ich mit meinen jetzt zwar auch 40 Jahre zurückliegenden Forschungen dazu, ist kaum zu glauben, damals noch die Möglichkeit gehabt, mit Überlebenden zu sprechen. Und ganz häufig ist mir von Überlebenden begegnet, dass sie gesagt haben, wenn wir, so wie Zeugen Jehovas das getan haben, von unserem Glauben berichtet haben, an den Haustüren gestanden haben, welche Feindseligkeit, welche Ablehnung, welche Sprüche euch hat Hitler wohl vergessen oder ähnliches, einem begegnete noch. Das heißt, diese Kontinuitäten hat es gegeben, auch sicherlich auch auf Seiten derer, die das gedeutet haben, was vielleicht ein Stück weit bei den Zeugen Jehovas anders war, dass manche dieser Verfolgungsumstände so dramatisch sich als Unrecht darstellten, dass sie nicht gerechtfertigt wurden. Die Kriegsdienstverweigerung ist als Beispiel erwähnt worden, dass das mit dazu geführt hat, dass in den Beratungen des Parlamentarischen Rates dann der Artikel ins Grundgesetz, dass niemand, der aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert,
oder vielmehr umgekehrt formuliert, dass man das Recht dazu in Anspruch nehmen könne. Gleichwohl war es sozusagen klar, dass das war so Unrecht, dass es niemand gerechtfertigt hat. Aber anderes Verfolgtsein von Zeugen Jehovas, da sah das ganz anders aus. Im Entschädigungsrecht war es übrigens so, dass Zeugen Jehovas, da wurde gesagt, die haben aus Glaubensgründen sich entzogen, haben anders gehandelt, sind in Konzentrationslager gekommen. Gruppenverfolgung wurde erwähnt. Es wurde also dann unterstellt, das muss Verfolgungstatbestände eingenommen haben. Bei der Kriegsdienstverweigerung tat man sich dann aber schwer entschädigungsrechtlich, weil da sagte man, ja, jeder Deutsche, der Wehrpflicht unterlag, war dazu ja gezwungen. Und wenn einer oder aufgefordert, wenn einer sich dem entzog, das ist ein Tatbestand, Kriegsdienstverweigerung. Wir haben das bei der Europakarte gesehen, dass in Großbritannien auch Kriegsdienstverweigerung bestraft wurde. Also hat man dann gesagt, Kriegsdienstverweigerung, das ist keine genuin nationalsozialistische Verfolgung gewesen, sondern Kriegsdienstverweigerung, das ist, wenn man die bestraft, ist einfach, dass einer dem Staat zukommenden, gerechterweise zukommenden Forderung, nämlich von seinen Bürgern zu verlangen, dass sie was für diesen Staat zu tun haben und sich eben auch einsetzen müssen zur Abwehr von Gefahren. Und wer sich dem versagt, da ist das dann gerecht sozusagen. Das hat lange gedauert, ehe das aus der Rechtsprechung dann herausgekommen ist, bis in die 90er Jahre hinein. Herr Benz, möchten Sie etwas dazu sagen? Ich würde das noch ein bisschen in schlichten Worten paraphrasieren, nämlich nicht, was die Politiker ins Grundgesetz geschrieben haben, was die Juristen, um möglichst wenig Entschädigung bezahlen zu müssen, wie die argumentiert haben, sondern was war denn normaler Umgangston gegenüber den Verfolgten. Das waren Juden. Na, die mochte man nicht. Hat aber schnell und gründlich lernen müssen, dass das ganz schlimm war, dass man das ungeheuer bedauern muss, das jüdische Schicksal. Das war keine freiwillige Leistung. Displaced Persons in Lagern, etwa in Föhrenwald bei München, waren gehasst und gefürchtet. Da ging niemand hin und hat gesagt, oh, was haben wir euch für Unrecht getan, verzeiht uns. Nein, um Gottes Willen, die schmuggeln, die Handelsjuden war noch praktisch das harmloseste Wort dafür. Aber dass man Juden entschädigen muss, dass den Juden großes Unrecht geschehen ist, das hat man erlernt und es war nützlich für die Bürger der Bundesrepublik Westdeutschlands, das zu erlernen. Das hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem konkurrierenden Staat DDR gebracht, dass man Entschädigungen, knurrend Entschädigung bezahlt, zu der die DDR nicht fähig und nicht willens war. Die zweite Gruppe, die Kommunisten. In der Bundesrepublik war es ja klar, die gehören ins KZ, denen ist ja Recht geschehen. In der DDR waren das die eigentlichen und nur die Kommunisten, die Helden des Widerstandes. Also da zu einer gemeinsamen Erinnerungspolitik zu finden, ich glaube, das dauert immer noch ziemlich lange. Die nächste Gruppe, die sogenannten Asozialen und die sogenannten Berufsverbrecher. Ja, das war doch allgemeine Überzeugung, dass es denen nur gut tut, wenn sie im KZ ordentlich mal rangenommen, hart angefasst, geschädigt werden. Sie haben es ja nicht anders verdient.
Die Priester. Ja, das sind Heilige, das sind Märtyrer, da haben auch die Kirchen dann ihr Garn daraus gesponnen und das zum kirchlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus umgewidmet, weil die Tatsache, dass viele tausend Priester aus ihrer persönlichen christlichen Überzeugung Widerstand geleistet haben und dafür geschunden worden. Zigeuner, ich benutze jetzt absichtlich den heute zu Recht nicht mehr gebräuchlichen Begriff. Ja, denen ist doch auch recht geschehen. Da wirkt doch das Vorurteil bis zum heutigen Tage nach. Das ist ein Nomadenvolk, die gehören nicht zu uns. Die sind auch nicht besserungsfähig. Denen kann man auch keine Wohnung vermieten, weil sie sofort den Parkettboden rausreißen, um ein Lagerfeuer zu machen. So sind sie es gewohnt. Das sagt man nicht mehr so deutlich, aber das denkt man, und wenn man nur ein bisschen sich in der deutschen Sinti-Community auskennt, dann weiß man, warum so viele Sinti, deutsche Sinti, die einem bürgerlichen Beruf nachgehen, zum Beispiel als Versicherungsmakler oder als Bankdirektor oder in einer anderen Ehren oder als Inhaber eines mittelständischen Betriebs, warum die unter gar keinen Umständen ihre Identität preisgeben, weil sie sonst Kunden verlieren, weil sonst niemand mehr mit ihnen etwas zu tun haben will. Man könnte noch die Homosexuellen erwähnen und von den Deserteuren, die aber nicht ins KZ kamen, sondern die durch die Wehrmachtsjustiz, übrigens die fürchterlichste Wehrmachtsjustiz aller militärischen Organisationen auf dieser Welt drakonisch mit ihnen verfuhr. Aber für Zeugen Jehovas war, um zum Punkt zu kommen, war in dieser Erinnerungslandschaft überhaupt kein Platz. Die Zeugen Jehovas, das ist so in der normalen Wahrnehmung, und ich denke immer noch bei einer großen Mehrheit, das sind diejenigen mit dem Wachturm, die an der Straße stehen, die ihren Verkündigungsdienst leiten, aber dass die im KZ waren, dass die von Hitler verfolgt wurden, dass die den Widerstand geleistet haben, den die Mehrheit der Deutschen hätte leisten sollen und müssen, davon weiß man einfach nichts. Und ich glaube, dieser Tatsache muss man auch gerecht werden und eingedenk sein, auch um zu wissen, wie viel Arbeit noch notwendig ist, um dieser Opfergruppe in der öffentlichen Erinnerung den ihnen gebührenden Platz irgendwann. Ich hoffe natürlich, wie Uwe Neumarker, dass wir nächstes Jahr im Juni das Denkmal einweihen dürfen. Aber so ganz sicher sind wir beide nicht, ob das schon im nächsten Jahr sein kann. Also den Platz in der Erinnerung, in der kollektiven Erinnerung als Verfolgte, als Widerstandleistende, haben Jehovas Zeugen im Mehrheitsbewusstsein immer noch nicht. Danke. Wir haben jetzt das Jahr 2022. Wir sind da wegen dieser Initiative zu der Errichtung des Denkmals an Zeugen Jehovas. Vielleicht sieht man schon einen Weg, der die in der Erinnerungskultur zu einer besseren Erinnerung an diese Opfergruppe zeigt. Es wurden auch schon viele wissenschaftliche Arbeiten publiziert. Herr Garbe, was bedeutet für Sie diese Initiative zu der Errichtung des Denkmals in Berlin, des nationalen Denkmals an die Opfer aus den Reihen der Zeugen Jehovas? Ja, ich kann natürlich dem Gesamteindruck, den Wolfgang Benz eben dargestellt hat, nicht widersprechen. Gleichwohl ist es so,
dass auch zu diesem Thema der Verfolgung der Zeugen Jehovas in den letzten 2-3 Jahrzehnten doch etliches passiert ist. Sie alle kennen dieses die große Denkmal, wenn man das als soziale Skulptur sieht, der Stolpersteine in unseren Städten und in den öffentlichen Gehwegen. Viele Hunderte der Stolpersteine erinnern heute an verfolgte Zeugen Jehovas. Es gibt keine Gedenkrede, manchmal schon noch, aber die in sozusagen im Landtag gehalten werden, da wird bei den verfolgten Gruppen an die Zeugen Jehovas erinnert. Es gibt keine Gedenkstätte, in deren Ausstellung die Zeugen Jehovas in Deutschland nicht genannt werden würden. Also da ist schon ein wenig mehr passiert, als ich selbst vor langer Zeit eben dazu gearbeitet habe. Gab es in der Forschung kaum etwas, was es einen Aufsatz in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte und ein Buch eines Historikers, nicht eines Kirchenhistorikers, aber eines verdienstvollen Historikers, Friedrich Zipfel, der über die Verfolgung der Zeugen Jehovas in den 60er Jahren schon gearbeitet hat. Aber sonst gab es eigentlich nichts. Das ist heute anders. In jeder Veröffentlichung, die zu dem Thema erscheint und die sich der Wissenschaftlichkeit rühmen darf, sozusagen, wird das Thema nicht umgangen, sondern werden sie genannt. Also von daher ist doch etliches passiert. Aber eben die Frage, wissen das trotzdem die Leute? Also die Frage von Herrn Benz, wer weiß das schon, ist ja richtig. Es ist praktisch wie bei vielen Sachen, ist es ein Nischenthema, obwohl es gesellschaftlich und politisch nicht mehr sozusagen bestritten wird. In den Köpfen von Menschen ist es es nicht. Es ist kein, und wenn man eine Umfrage machen würde und dann sind die Ergebnisse, wir kennen das zu anderen Themen, wenn gefragt wird, was der Begriff Auschwitz Menschen sagt, wie die Antworten sind. Man kann dann natürlich nicht überrascht sein, wenn zu einem Minderheitenthema das Wissen noch viel, viel geringer ist. Also eine Waagschale. Einerseits ist was erreicht worden, andererseits gibt es noch was zu tun. Ich finde es deshalb wichtig, wenn ein solches Erinnerungszeichen entsteht. Ich finde auch völlig richtig, was Uwe Neumerker gesagt hat. Das ist nicht irgendwie eine private Initiative. Da kann es auch nicht darum gehen, dass Zeugen Jehovas sich ihr Denkmal setzen, ganz und gar nicht. Meiner Erfahrung nach gab es da immer lange Zeit sehr große Vorbehalte. Die wollten sogar nicht, dass Forscher, Forscherinnen dazu arbeiten, weil sie Angst hatten. Sie wollen ja ihren Lohn bei ihrem Gott finden und nicht in dieser alten, vergehenden Welt, in der eigenen Wahrnehmung. Man wollte sich gar nicht gerühmt wissen, sozusagen. Aber dieser Staat hat eine Aufgabe, weil in seinem Namen, in dem Namen Deutschlands Menschen schwerste Verfolgung zugefügt worden ist. Und wenn es eine Stiftung gibt, die dafür da ist, das zu bekennen, dann gibt es keinen Grund, weshalb das für die Zeugen Jehovas nicht gelten sollte. Deshalb ist es, denke ich, angebracht und wichtig, dass es zu einem Denkmal kommt. Auch ich denke, es kann noch den einen oder anderen Einwand geben. Das Thema war bisher immer strittig. Es wird auch sicherlich noch strittig bleiben. Ja, also uns bleibt jetzt nur übrig zu hoffen, dass die heutige Debatte auch irgendwie zu der Verbreitung des Wissens beiträgt. Geehrte Gäste, geehrte Diskutierende, leider ist die Zeit für unsere heutige Veranstaltung jetzt vorbei. Ich danke den Gästen
für die, den Diskutierenden, für die Kontextualisierung des Themas, für die Erwähnung der heutigen aktuellen historischen Perspektiven. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und noch will ich erinnern, dass diese Veranstaltung nicht nur auf Livestream jetzt zur Verfügung ist, sondern auch über einen Link aufrufbar zeitbestimmt bleibt. Also schönen Abend und danke für die Aufmerksamkeit.